zu wenig, um zumindest im Mehrkampf ganz vorne mit dabei sein zu können. Ja, es waren dann doch ein paar kleine Unsauberheiten mit dabei. Mal die Knie krumm, mal da ein kleiner Wackler oder dort. Der Abgang war nicht ganz so schwierig, wie er gefordert ist. Mal sehen, ob sie das noch ausgleichen kann nachher am Boden. Julia Steingruber aus St. Gallen in der Schweiz. Leider muss sie da ein kleines bisschen wackeln. Aber ansonsten der Flickflack mit dem Strecksalto danach sehr schön, sehr hoch vor allem. Da sieht man richtig die Power, die sie in den Beinen hat. Und auch Julia hat es übers Turnen geschafft, in der Schweiz zu einer der prominentesten Sportlerinnen zu werden. Ich habe gelesen, dass man sie das Kunstturnschätzli nennt. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein Kompliment ist. Bestimmt. Schade. Auf jeden Fall kann sie kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Aber wie ich vorhin angesprochen habe, es ging einmal los mit einem kleinen Wackler, dann war der Rhythmus vielleicht ein bisschen weg und dann zieht sich das oft so durch die Übung. Aber sie hat sie hier auf jeden Fall noch gut beenden können. Und vielleicht ist es auch gar nicht ganz so einfach, nach diesem großartigen Erfolg, Europameisterin am Sprung, dann sich wirklich noch mal zu motivieren, auch am Ende des Jahres, auch wenn es um 15.000 Euro Preisgeld geht. Aber da ist einfach volle Konzentration gefordert und jede Nachlässigkeit wird direkt bestraft. Ja. Die Turnerinnen und auch die Turner haben im Vergleich zu anderen Sportarten immer zwei Höhepunkte im Jahr. Das heißt, es gibt immer Europameisterschaften im Frühjahr und Weltmeisterschaften im Herbst. Das heißt, viel periodisieren ist da gar nicht drin. Und das merkt man dann natürlich schon am Ende von einem Jahr, dass da vielleicht ein kleines bisschen dann auch die Puste ausgeht. Und sie schaut nicht unzufrieden aus, Julia Stein.